So, hallo Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich bin jetzt gerade erst nach Hause gekommen und dachte mir, ich nehme euch heute wieder mit. Ich war mit meiner Freundin und ihrem Sohn und Luis war dabei und Malik beim Frühstücken. Ja, da war ich Kleinigkeiten kaufen. Bei Action habe ich einen Teppich für die Küche geholt. Zeige ich euch dann später, wenn ich aufgeräumt habe. Und für Schlafzimmerbett habe ich eine Tagesdecke geholt, eine schlichte. Ja, ansonsten habe ich so Kleinkram geholt. Hier zum Beispiel diese Kerze. Na, meine Batterien haben gefehlt. Habe ich Batterien geholt. Da ist noch eine Kerze, zwei Getränke. Ja, auf jeden Fall so Kleinkram und habe schon wieder da 65 Euro gelassen. Ja, okay, der Teppich hat 20 Euro gekostet. Diese Tagesdecke auch, glaube ich, so 15 Euro oder so. Ja, und dieser Kleinkram, ja, bist du schon wieder dein Geld los, ne? So, würde ich sagen, lade ich meine Kamera jetzt auf und wünsche euch wie immer ganz viel Spaß bei meinem Video. So, Leute, Malik ist jetzt auch wach. Ich dachte, ich zeige euch jetzt die Tagesdecke, die ich gekauft habe bei Action. Ja, ich mag es eher schlicht, deswegen passend zu dem Bett, Gardinen. Ja, so helle Töne habe ich geholt. Das ist einmal die Tagesdecke, finde ich richtig schön. Auch vom Stoff her finde ich die gut. Ja, ich kaufe noch schöne Kissen später hierhin. Ja, da muss meine Mutter die Tage mal vorbeikommen, die Tapete kleben. Die liegt ja hier rum, die Rolle. Eigentlich könnte man die schon längst machen. Ja, dann kommt dieser Stuhl da weg. Malik! Oh, der mault sich die ganze Zeit. Ja, was machst du denn? Eben hat er sich eine Beule fast geschlagen. Komm her, aua. Und der ist immer so, wenn er runterfällt, egal wie doll es wehtut, er versucht das auszuhalten. Also der weint voll selten. Meckern, meckern, ja. Meckern. Lalalala. Ja. Ja, und das ist einmal der Teppich, den ich geholt habe bei Action. Ja, hier müssen auch noch neue Gardinen hin. Ich werde jetzt meine Küche aufräumen, weil meine Freundin kommt gleich zu Besuch. Und dann, wenn sie da ist, kann ich ja trotzdem nebenbei kochen. Ich mache heute einen Bauerneintopf mit Kartoffel und Hähnchenfleisch habe ich schon rausgeholt. Ja, habe mir jetzt gerade vorhin hier so eine Vanillenstange gegönnt mit meinem kalten Kaffee. Ja, da habe ich ein bisschen jetzt gechillt. Malik hat voll wenig geschlafen. Das heißt, er geht heute hoffentlich zeitlich ins Bett. So um 9. Ja, da habe ich abends vielleicht ein bisschen früher mal Ruhe. Gehe ich heute heiß baden. Aber erstmal mache ich jetzt meinen Haushalt, weil meine Freundin wartet. Ja, und diesen Bällebad, Leute, will ich hier weghaben. Aber wie gesagt, solange Malik doch da drin gut spielt, den muss ich mal auch wieder ausmisten. Bleibt er leider hier stehen. Weil so sieht es immer so unordentlich aus. Dieser Bällebad, ne, wenn er weg wäre, dann wäre alles so schön clean. Aber egal, solange das Kind gut da drin spielt, ist natürlich wichtiger, dass das Kind Spaß hat, anstatt die Wohnung gut aussieht. Aber ihr kennt das ja bestimmt, ne? Man will alles schön ordentlich haben, wenn man das sieht. Es ist blöd, dass Malik sein Kinderzimmer nicht hat, aber ist ja jetzt auch nicht die Welt. Bleibt das erstmal hier stehen. Wäsche hänge ich jetzt gleich ab. Ja, Wohnzimmer habe ich jetzt so ein bisschen grob weggeräumt. Ich gucke mich gerade auf YouTube meine alten Videos. Ich finde das immer so spannend, ne, wenn man früher so war. Ja, so unordentlich ist jetzt hier nicht, aber ich muss halt ein bisschen putzen. Mache gleich meine Kerzen schön an. Genau, und da würde ich einfach sagen, lege ich jetzt los. Eine Wäsche muss ich auch noch anschmeißen. Später, oh, holt wieder Schuhe und zieht sich die Schuhe an. Ich hasse das. Lians und Luis Zimmer, habe ich gesagt, könnt ihr alleine aufräumen, weil sehe ich nicht ein. Guckt mal, die hatten ja auch, der Kumpel hat hier übernachtet, die hatten Besuch und so sieht es dann aus. Guckt mal, so sieht das Kinderzimmer von Lian aus. Das sehe ich nicht ein aufzuräumen, das machen die schön allein. Ja, Malik holt hier alle Schuhe raus und Luis Zimmer ist auch Katastrophe. Sieht es auch gerade so aus. Aber wie gesagt, es können schön die Jungs selber später machen. Guck, das meinte ich. Also spielt er noch wirklich sehr gerne drin, deswegen bleibt der Bällebad hier stehen.
Dieses Bettchen bin ich immer noch nicht losgeworden. Ich glaube, heute ist es soweit und wir stellen ihn endlich mal raus. Ja gut, ihr Süß, da würde ich sagen, wasche ich jetzt erstmal Geschirr und melde mich dann gleich bei euch. Ich weiß gar nicht, ob ich für diesen Bauerneintopf machen soll, aber könnte ich eigentlich. Dann habe ich schon für morgen auch Essen. Das schmeckt ja eh besser, wenn er ein bisschen einzieht, ein bisschen länger steht. Ein paar Stunden. Ja, vielleicht mache ich das einfach dann heute schon, weil ich habe Fleisch ja rausgeholt. Muss ich, glaube ich, jetzt machen, ne? Genau, würde ich einfach sagen, lege ich jetzt los und wasche mein Geschirr. Ach, und noch was. Übrigens, am 25. habe ich einen Termin zur Gesichtsstraffung. Also meine Fäden werden vielleicht gezogen. Wie sich das anhört, nicht gezogen. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, ich habe irgendwo schon ein bisschen Respekt davor. Nicht, dass es dann doch mir nicht gefällt. Aber, oder dass irgendwie Nebenwirkungen, irgendwas schief läuft. Natürlich habe ich Angst, aber eigentlich meinte sie, passiert nichts. Ja, da kann ich ja die Kamera vielleicht auch mitnehmen oder so. Zeige ich euch vorher nachher Bilder. Es ist voll unbequem hier zu waschen, deswegen muss ich mal erst ein paar Sachen rausholen und dann kann ich hier erst arbeiten. Katastrophe. So Leute, ich bin jetzt gerade hier am Kochen. Meine Schwester ist zu Besuch da und meine Freundin mit dem Kleinen. Die sind hier am Spielen. Ich mache jetzt hier gerade meinen Eintopf. Ja. So. Ich habe jetzt auch gerade einen Schwangerschaftstest gemacht. Gott sei Dank ist der negativ. Wo ist er denn? Habe ich jetzt schon weggeworfen. Ja, auf jeden Fall negativ. Da ist er. Gott sei Dank. Aber ich merke auch eigentlich schon die Symptome, dass ich meine Periode bekomme. Ich habe ja diese PMS. Vor den Tagen habe ich halt vor viele Symptome. Eigentlich merke ich die schon. Aber ich dachte, ich mache die trotzdem mal. Also den Test, weil ich noch eins da hatte. Auf jeden Fall negativ. Da ist jetzt Zucchini drin, Tomaten, Paprika, Zwiebel, Knoblauch, Hähnchengeschnetzeltes, ja, Kartoffel, habe ich jetzt alles schön gewürzt. Vielleicht kommt da ein bisschen Vegeta rein, ein bisschen Gemüsebrühe, Tomaten, passierte Tomaten, Schlagsahne. Ja, genau, ne? Vielleicht noch ein bisschen mit Mehl, mit die Soße fester wird. Da war es. Ach, Currypulver ist auch drin. Ja. Ach ja, Leute, meine Nachbarin, voll süß, hat mir so Lorblätter gegeben. Die habe ich jetzt getrocknet, hier in die Tüte gepackt. Da habe ich mal vergessen, die reinzumachen, aber ich mache die jetzt noch ein bisschen mit rein. Die wirken bestimmt auch noch ein bisschen Geschmack. Sie meinte eigentlich, die sind sehr intensiv. Ich lasse die jetzt mal so ein bisschen drin. Ein bisschen ziehen. So, meine Schwester ist jetzt auch weg und meine Freundin, der Kleine geht bei ihr immer um 18 Uhr schlafen, was für ein Luxus, wie früh. Also meine Kinder haben nie so früh geschlafen, schon für die Nacht. Ja, draußen ist es am Pieseln, ich weiß gar nicht, wo meine Kinder sind. Sind auch noch irgendwo draußen, ich hoffe, die kommen gleich, die müssen auch noch was essen. Ja, dieses Wetter, ne, das macht mich alle so müde, auch vor der Periode bin ich ja eh meistens richtig müde. Und gerade hatte ich hier so ein Stechen, so ein Druckgefühl an meiner linken Brust. Ich, komisch. Ja, jetzt muss ich noch versuchen, den Tag irgendwie auszunutzen, dass Malik mir nicht einschläft. Wir haben es jetzt 6:30. Ja, ich muss ihn bis 9 auf jeden Fall wach halten. Ja, spielen wir gleich ein bisschen raus. Können wir ja nicht gehen, weil es regnet. Ja, ich musste eigentlich nur noch Boden wischen, sonst habe ich eigentlich alles gemacht. Ja, ein bisschen Geschirr gleich wieder wegräumen. Genau, also ich habe meinen Eintopf probiert, schmeckt richtig lecker. Ich lasse jetzt ein bisschen ziehen. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt heute noch esse, aber einen ganz kleinen Teller probiere ich bestimmt. Ich bin halt, wie gesagt, nur am Essen, das nervt mich, aber das ist richtig lecker geworden. Mmh. Frisches Baguette dazu oder so, für mich natürlich nicht. Aber für meinen Freund und die Kinder. So, ich mache gerade Malik sein Essen fertig. Mache ihm gleich noch ein bisschen mehr Sahne dazu. Genau, dann kann er das erstmal gläschen, will er gar nicht mehr. Seit Tagen, also ich brauche die gar nicht kaufen. Ja, ich dachte, vielleicht isst er das heute noch auf. Kann ich auch wieder wegschmeißen.
So, guten Hunger. Noch scharfe Peperoni. So, Leute, ich habe jetzt Malik angezogen. Wir gehen jetzt ein bisschen raus. Die Kinder zelten hier draußen. Also heute nicht, weil es regnet, aber die chillen da gerade. Geht Malik auch einmal kurz hin. Ja? Über Nacht ist Wolken. Guck, er mag Alan nicht. Alan ist weg. Ja, ruf ihn. Malik? Malik! Malik, komm! Er hat ein Auto gefunden. Hier zelten die Kinder. Malik! Malik! Zeig mal, wie sieht's hier aus? Wie riesig der ist, ne? Voll cool. Malik! 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 Also Alan, dich mag er ja überhaupt nicht. Wenn er Alan sieht. Das gibt's hier nicht. Ja, er hört Alan. Guck. Komm mal raus. Zeig dich mal. Ja, er mag dich nicht. Malik! Guck mal jetzt. Komm, zeig dich mal. Komm her. Guck. Malik! Komm mal raus. Nein, mein Herz. Ne? Oh mein Gott. Guck mal, er stand hier. Ne? Wie ärgert er dich, Mama? Sag, Alan, lass ihn. Der ist schon genervt von dir. Hallo Malik. Malik, wo ist denn? So Leute, ich gehe jetzt noch mit Malik hier ein bisschen. Die Kinder spielen hier Fußball. Malik will jetzt hier auch rumlaufen, weil er es hier kennt. Ich lasse ihn jetzt auch noch ein bisschen laufen. Ist aber alles komplett nass. Naja, ist ja auch nicht die Welt. Kann ich hier noch ein bisschen rumlaufen. Hier gibt es noch so zwei Trampolins. Und dann gehe ich auch langsam mit ihm nach Hause. Nochmal baden. Dann geht er um 9 ins Bett. Er will immer aber dahin laufen, wo er nicht hin darf. Ja, Malik, der ist sehr stur. Und schreit er wie ein Irrer. Geht das auf hier. Stay. Erster. Malik! Oh. Aber ich finde, sobald man draußen ist, ist man nicht mehr so krass müde. Also zu Hause bin ich gerade fast eingeschlafen, so müde war ich. Ja. Was mich richtig aufregt, dass ich zugenommen habe, Leute, meine Leggings, die so eng geworden. Hey, nichts da essen. Ich muss echt versuchen, ein bisschen weniger zu essen. Das ist immer so schwierig, ne, vor der Periode. Habe ich immer Hunger. Jetzt habe ich wieder meinen Eintopf da gegessen und den Rest von meinem Kuchen, was ich mir heute vormittags geholt habe, diese Vanillenstange. Ja, jetzt ist es wieder richtig schwierig, ne. Später um 22 Uhr kriege ich wieder Hunger. Aber darf ich nichts essen. Guckt, was er macht. Gucci! Gucci, Gucci, Louis, Louis, Gucci, Louis. Was machst du? Malik? Wo warst du? So Leute, ich gehe jetzt langsam nach Hause. Malik dusche ich glaube ich heute nur einmal ab oder ich bade ihn, muss ich mal gucken, weil er liebt es eigentlich zu baden. Hat zwar schon gestern gebadet, aber bei diesem schwülen Wetter kann man ja jeden Tag einmal baden oder sich abduschen. Ja, wenn er schläft, gehe ich auch, glaube ich, einmal baden. So, ich dachte, ich nehme euch doch noch. So, ich mache jetzt die Badewanne für die Kinder voll. Alle sind nass geworden, ist draußen richtig am Regnen. Die können heute auf jeden Fall nicht zelten. Ja, Malik geht jetzt mit Lian baden, danach geht Luis. Ich zeige euch mal gleich, gerade kurz, wie es regnet. Malik, komm! Ja, das macht er immer. Ja, ich zeige euch ganz kurz. Ich muss auch noch kurz gleich für die Kinder vielleicht was zu Abendessen machen. Luis holt sich schon hier einen Joghurt, wie ich sehe. Leute, es war gerade richtig heftig am Regnen. Jetzt langsam geht es, aber trotzdem noch voll schlimm. Deswegen zelten dürfen die auf keinen Fall. Ja, ich muss jetzt hier auch kurz eine Wäsche abhängen. Wie ihr gesehen habt, waren wir auf Spielplatz ein bisschen. Da war ich ganz kurz gerade noch bei meiner Freundin. Ihr Kleiner schläft hier schon, saß ich ein bisschen mit ihr im Garten.
20 Minuten. Ja, jetzt bin ich nach Hause, weil Malik ist schon unruhig. Wäsche habe ich heute nicht geschafft anzumachen. Egal, mache ich morgen früh. Und ihr räumt jetzt Kinderzimmer auf. Kinder müssen noch Kinderzimmer aufräumen, da steht's ab. Genau. Dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns beim nächsten Video.